Caliban, die Geburtsstätte der Sith. Wir glaubten, vom Imperium seien nur noch Ruinen geblieben. Ich schwöre es. Ich hatte keine Ahnung, was in den Kisten war. Ich bin unschuldig. Ihr habt Sith-Artefakte geschmuggelt, Captain. Na schön, dann behaltet sie einfach. Aber gebt mir mein Schiff zurück. Nicht umdrehen. Ich inspiziere nur die Truppen. Satil, was ist? Ich spüre große Dunkelheit. Das Sith-Imperium ist zurück. Wir müssen die Republik warnen. Unsere Pferde sind viel zu langsam. Tja, ich weiß, wer das schnellste Schiff im Sektor hat. Stationsverteidigung umgangen. Alle Mann evakuieren. Es ist nicht hübsch, aber hält was aus. Captain, macht das Schiff klar. Das ist unser Kampf. T7, Ionenkanone! Satil, dich erwartet ein anderer Pfad. An die Geschütze, los! Come on.
sind entkommen, Meister. Ihr habt versagt. Nein, Malgus. Das hier hat gerade erst begonnen. Ja. Nach 1000 Jahren ist Korriban wieder in unseren Händen. Willkommen zu Hause. Und damit willkommen zu Let's Test Star Wars The Knights of... Nee, The Old Republic. Und irgendwie hängt's gerade. Ja, die Beta spiele ich jetzt. Weiß nicht genau, wie lang sie geht. Deswegen weiß ich nicht, wie viele Parts kommen werden. Aber ich fange auf jeden Fall jetzt mal an. Und jetzt hängt's gerade irgendwie. So, damit sind wir hier wieder da, hier. Ja, also ich habe schon angefangen mit Freunden, habe ich auf der Imperium-Seite gespielt, als Sith-Inquisitor. Bin bis Stufe 9 gekommen, kannte jetzt gerade vom Anfangsplaneten runter, hab mir eine Twi'lek-Sith-Inquisitor erstellt. Oh, mit guter Grafik sieht das richtig cool aus. Ich muss mal kurz den Ton etwas leiser drehen. Ja, wo geht es? Einstellungen. Sound, Soundlautstärke. Effektlautstärke kann auch im Sound. Sprache bleibt oben. Musik hier. So. Okay, dann stelle ich mir jetzt einen neuen Charakter. Daher, dass ich Imperium schon gespielt habe, spiele ich jetzt die Galaktische Republik. Die Galaktische Republik wurde vor 20.000 Jahren gegründet und ist eine riesige Demokratie, die vom obersten Kanzler regiert wird. Die Republik ist eine wilde Mischung aus zahlreichen Weltenfirmen und Spezies, die oft miteinander in Konflikt geraten. Das Imperium ist eine starre militärische Gesellschaft, in der alle Fremdlinge unterjocht werden und die Sith-Lords an Spitze stehen. Das Imperium wird von geheimnisvollen, allmächtigen Sith-Imperatoren regiert. In der imperialen Gesellschaft zählt nur Macht und nur die stärkste Anhangung. Da das jetzt schon auf der Sith-Seite angefangen habe, werde ich jetzt die Republik wählen. Und jetzt mute ich mich nochmal. Genug ist genug. Die Republik ist die einzige Hoffnung auf Frieden in der Galaxis. Sie darf nicht fallen. Doch das Sith-Imperium vernichtet alles, was seinen Weg kreuzt. Der Feind kennt keine Gnade. Wenn wir ihn nicht aufhalten, ist alles verloren. Bei diesem Krieg geht es nicht um Politik oder Ressourcen. Wir kämpfen ums Überleben. Um unsere Freiheit. Für die Republik!
Mit jedem Kampf lichten sich unsere Reihen. Und die Überlebenden zahlen einen hohen Preis. Aber wir wissen die Macht auf unserer Seite. Wir werden niemals aufgeben. Und wir sind nicht allein. Die lange Nacht ist bald vorbei. Oh, ich muss sagen, ein geiles Intro. Also, fast sogar noch cooler als das erste. Okay, dann habe ich jetzt hier verschiedene Klassen. Den Jedi-Ritter. Als Kommandant und Kämpfer, Helden und Streiter standen die Jedi-Ritter an den Frontlinien jeder Schlacht. Sie sind Meister des Sichtwertschwunds, treten, springen und schnell durch die Luft und setzen die Macht ein, um sich ihren Weg zu bahnen. Die Jedi-Botschafter ist als Meister der Geheimnisse der Macht, sowohl ein Kämpfer als auch ein Heiler, Lehrer und Schüler. Die Macht kann eingesetzt werden, um ein Gebiet, um den Geisterschwaren zu vernebeln, die Kraft der Gefallenen wiederherzustellen, sowohl Gegner als auch Objekte durch die Luft zu bringen. Schmuggler und Kopfsoldat, ja, lege ich sich jetzt nicht vor, weil ich mache mir einen Jedi-Ritter. Weil Jedi ist ja klar, aber Jedi-Botschafter habe ich schon. Also sowas ähnliches, Sith Inquisitor ist eigentlich das Gegenstück dazu. Deswegen nehme ich jetzt mehr lieber so einen Ritter, so einen Nahkämpfer. Okay, die Spezies Mira Luka, die sehen irgendwie nix. Mensch, Twi'lek, Zaprak und Mirialana. Spezialfähigkeit Fokusritual, unterziehe dich am Fokusritual, um deinen Geist zu reinigen und erfrischen. Loyalität inspirieren, die Loyalität der Familie in der Nähe. Zolotanz führt einen Tanz auf. Nee, Alter, wie ist das der Mann immer so dick? Machtausrichtung, spüre die Machtausrichtung des Ziels. Versammelt Verbündete in der Nähe. Ich bin Mensch? Nee, ich mach mir was. Ich glaube, ich mach mir so einen hier. Spezies gewählt. Ja, und die Ritter muss man schon machen. Alle Dunkelheit in der Galaxis ausmerzen. Okay, ich mach erst meinen Körperbau Bescheid. Mal wegzoomen. Nee, das ist mir jetzt schon zu dünn. Ich nehme 3. Gut, wieder näher ran. Aha. Ja, das nehme ich nicht ein. Rand 1 ganz in Ordnung. Ja, so. Oder 2 war, glaube ich, gut. Nein. 3? Nein. Ja, 4 ist in Ordnung. Narben. Ja, Was hier von hat, da unten. Da, okay. Das Gesicht, das Auge, kleiner Schnitz. Hier, da. Joker-Narbe schon fast. Nee, das finde ich ja, ist ja keine coolen Narben. Welche war das hier? Die nehme ich. Tä, was ist denn der Tä? So ein bisschen die Gesichtsfarbe, oder? Also die Hautfarbe eigentlich. Ja, nicht ganz. So, so. So halt die, die... So, das nehme ich jetzt einfach die Augenfarbe. Rot. Gelb. Blau, lila, grau. Ich nehme blau. Tätowierung. Aha. Mal alle angucken. Fangen wir mal 1 an. Ne, das ist zu viel. Das sieht cool aus, das lasse ich. Nee. Denkt man was Cooles. Kann man jetzt natürlich auch irgendeinen Fun-Charakter erstellen, aber nee. Nee, ich nehme jetzt einfach das, weil ich mache jetzt hier nicht so lange rum.
sieht auch cool aus. Ah cool, ich kann auch die Hautfarbe ändern. Gucken, was man zu Anfang gab. Gelb. Nee, ich fand... Ja, eigentlich doch. Ich habe den ja genommen, weil das so grün war. Ich nenne mich... Raumeier. Spielen. Oh yeah! Let's go! Tja, Ladebildschirm. Es war mal vor einer langen Zeit in einer weit entfernten Galaxie. Oder Galaxis? Star Wars! Woo! Prolog. Der Jedi-Ritter. Es ist eine dunkle Ära für den Orden der Jedi. Das Sith-Imperium hat den Jedi-Tempel auf Coruscant zerstört und viele der tapferen Verteidiger der Republik im letzten Krieg getötet. Die üblichen überlebenden Jedi haben sich auf ihre alten Heimatwelt Season zurückgezogen, wo sie den zerbrechlichen Frieden dazu nutzen, eine neue Generation von Beschützern der Galaxis auszubilden. Eine neue Hoffnung keimt auf. Ein junger Padawan, stark in der Macht, zieht durch die gefährliche Wildnis Tysons, um die letzten Jedi-Prüfungen zu bestehen und ein Ritter der Republik zu werden. Jetzt fangen wir auf Tytus, oder wie das heißt dann. Aber ich dachte mir, wenn ich KOTOR 2 gespielt habe, und das kam mir richtig gut an, dann spiele ich auch Tor. Und KOTOR 1 werde ich auch irgendwann spielen. Aber leider habe ich keinen Bock auf die monatlichen Gebühren, deswegen kann ich es nicht länger spielen als die Beta, wo es mich nichts kostet. Kann man nichts machen. Naja, dann bin ich jetzt mal für die Cutscene so still und so.